Es waren dramatische Bilder, die die Feuerwehr von Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee veröffentlicht hat. Sie zeigen einen völlig zerstörten Schulbus, der am Montagnachmittag von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. Dabei zerbrach das Fahrzeug nahezu in zwei Teile. Mindestens 6 Kinder wurden bei dem Unfall getötet, mehr als 20 wurden verletzt. Einige von ihnen sollen sich in einem kritischen Zustand befinden. Fred Fletcher von der Polizei in Chattanooga. Polizei, Feuerwehr und Sicherheitskräfte sind vor Ort und versuchen alles, um den Opfern und ihren Angehörigen zu helfen. Die Unfallursache war zunächst unklar, der Polizei zufolge könnte aber zu hohe Geschwindigkeit eine Rolle gespielt haben. Der 24-jährige Busfahrer wurde vernommen, Medienberichten zufolge droht ihm eine Anklage. An Bord des Busses waren Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren.